So, dann mal wieder herzlich willkommen zur Spätausgabe des JFD Live Trading TV Formats. Heute war wieder ein aufregender Handelstag. Die Forex-Paare wurden richtig eingeschätzt, auch die Aktienmärkte konnten weiter anziehen und Rohöl ebenso. Nur der DAX ist etwas zurückgeblieben im Gegensatz zu den US-Indizes. Deshalb schauen wir erstmal WTI an. Und Rohöl, die haben heute hier wieder diesen markanten Widerstandsbereich erreicht, nachdem sie hier kein Verkaufssignal generiert haben. Also da passt es soweit, dass die Kurse sich nach oben richteten. Genauso wie hier bei Brent. Liegt zwar noch unterhalb des letzten Hochs, aber hier würde nicht mal das Tief, ja doch vielleicht um 1 Cent unterschritten, aber nicht die Marke, die hier sowieso genannt wurde, war eher auf Tagesbasis gültig. Hier im DAX gab es leider gestern eben den Ausstopper, weil der Stopp nachgezogen worden ist. Und wie man hier sieht, ist das Kursziel, ja hier der Pfeil, beziehungsweise auch hier hat schon an dem EMA 38 erreicht worden. Und da ging es erstmal nicht weiter nach oben. Nachbörslich steht der DAX, ja, trotz der enormen Zugewinne der Wall Street hat es jetzt hier nachbörslich nicht ein neues Hoch eigentlich geschafft, außer der hat es in den letzten 2 Minuten, beziehungsweise also komplett nachbörslich erreicht. Aber schauen wir mal die Indikation an. Ja, da hat es jetzt hier wirklich in der letzten, den letzten. Ja, nachbörslich hier 22:10 Uhr, also im regulären Handel, wurden die Kurse nicht erreicht. Hier 22:05 Uhr, beziehungsweise 22, ja, 22 Uhr nicht erreicht, nur nachbörslich minimal überschritten, dann leichten Absacker. Und jetzt stehen wir bei ja, 9.644. Schaltet man hier nochmal in den 4-Stunden-Chart, dann kann das hier morgen mit einem Gap Up nach oben wieder eröffnen, ein erneutes Gap hier produzieren. Da darf man mal gespannt sein. Ans Währungspaar angesprochen, Euro-Yen liegt im Plus. Hier hat ein Kampf bei 114 erst stattgefunden, nachbörslich, also in den letzten 20, 30 Minuten konnte hier das Währungspaar neues Hoch erreichen und morgen könnte es hier weiter nach oben gehen. Neu vorgestellt, das lief dann auch sehr gut, war eben auch Pfund gegenüber Yen, konnte bis 139 ansteigen, dann gab es einen Rücklauf an das Ausbruchsniveau und jetzt womöglich noch einen zweiten Versuch nach oben. Nikkei ist ja die Parkettbörse hier in dem Hang Seng, ist eine Indikation. Da konnte der jetzt hier heute sehr, sehr deutlich auch noch im weiteren Handelsverlauf ansteigen. Da dürften morgen noch mal rund 100, 150 Punkte dazukommen. Silber hat im Tagesverlauf noch ein Hoch gemacht. Da wurde ja weiter nur auf ein Einstiegsszenario spekuliert, kein Short. Gold gibt es bislang auch kein neues Setup. Im US-Dollar, kanadischen Dollar, da gab es jetzt einen Rücklauf an die Unterkante des Rainbows. Da dürfte morgen, da schaue ich mal auch im 4-Stunden-Chart nach, wenn sich hier was ergibt, könnte man hier frühzeitig sich positionieren. Das sieht recht gut aus. Hier wurde ja auch schon angesprochen, dass es da aufwärts geht im Pfund gegen US-Dollar. Passt im Prinzip auch soweit. Bei den Aktien hat eine Tesla sich bombastisch entwickelt,
Sogar an dem Freitag gab es dann sogar schon eine grüne Kerze. Setup war ja von Tag zuvor. Die Deutsche Post hat sich vom EMA 200 nach oben entwickelt, war so eingezeichnet. Die Beiersdorf war, der Pfeil war ja nicht von hier unten, sondern von hier, von dieser EMA aus. Und die Pro 7 war dann von hier unten aus ein Startpunkt angegeben. Einzig oder allein, wo eben hier auch was gekauft worden ist, aber gleich sofort wieder ausgestoppt am gleichen Tag, ist die Continental, die ist absolut schwach. Und auch die anderen Automobilaktien können, glaube ich, nicht überzeugen. Und deshalb ist der DAX ein Underperformer und das können sich aber morgen ändern. Hier im Wochenchart hat sich jetzt eine schöne Umkehrkerze ergeben. Also morgen und übermorgen dürften weiter die Bullen im Vorteil sein. Also es sind Rückläufe, Kaufkurse. Das war's. Danke fürs Zuhören und dann bis morgen.